So, Oliver, wir haben eine Zeitmaschine gebaut. Vor der Tür ist der Flugskompensator geladen. Der DeLorean steht abflugbereit. In welche Zeit geht es? In welches Jahrzehnt? Was, vor oder zurück? Wie du magst. Ach so. Ach nö, dann nach vorne. Dann nach vorne? Nach hinten habe ich ja, kenne ich ja. Nach hinten kenne ich ja. Ja, nach vorne. So 10 Jahre oder so. Einfach, also mich selber will ich gar nicht sehen in 10 Jahren, so zurück in die Zukunft mäßig. Aber mich würde interessieren, was die jungen Menschen dann für Musik hören. Ne, wenn man ein Label hat und auch selber dann denken, sagen immer, oh, was kommt wohl als nächstes? Weil mich fragen das auch viele Leute, was denkst du, in welche Musikrichtung wird die nächste sein, die den Musikmarkt regiert? Und das würde mich schon interessieren, was in 10 Jahren so für Musik Start ist. Wäre auch sehr praktisch, ne? Also du wüsstest, was in 10 Jahren für Musik könnte ich jetzt die fettesten Hits schreiben. Um zurück auf dein Studio zu kommen, ich habe in einer Ausgabe von der Keys einige Fotos von dir und deinem Studio erhaschen dürfen. Mhm. Und ich muss ja echt zugeben, ich war auf den ersten Blick ein wenig erstaunt. Weil ganz ehrlich, ich halte dich von der Produktion her für einen enorm vielseitigen Produzenten und habe dann analoge Flaggschiffe erwartet, Synthesizer, ein riesen Mischpult. Und hab dann aber festgestellt, dass du dich anscheinend mit dem notwendigsten Equipment ausstattest. Ist das so? Hast du gerne den Blick auf das Wesentliche? Also, du hast ja die Software nicht gesehen, ne? Das muss man nicht so. Nee, ich bin ich bin Softwareproduzent. Ich hatte früher, als ich jünger war, hatte ich schon viele Synthesizer, die heute als Kult-Synthesizer genannt werden. Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Software genauso stark ist wie die Hardware, wenn nicht sogar noch besser. Und ich bin jetzt nicht so der krasse Nostalgie-Typ und ich brauche auch nicht noch mehr Staubfänger, als eh schon Staub in meinem staubigen Studio ist. Das heißt, ich habe da die Sachen, die mir wichtig sind. Das ist ein Fender Rhodes. Das sind doch das Korg SG SV1 E-Piano und dann noch so ein paar andere kleine Sachen. Aber ich arbeite in erster Linie mit Software-Synthesizern und auch abmischen tue ich auch nicht über ein analoges Pult, sondern auch intern über den Cubase-Mixer. Das mache ich schon immer so und ich bin jetzt auch kein Angeber, der in einem fetten Ledersessel umringt von 1000 Synthesizern sitzen muss, sondern mir ist viel wichtiger, die Musik, die bei rauskommt, als jetzt so ein super fettes Studio zu haben. Nö, ich fühle mich da wohl und ich bin da sehr happy. Du arbeitest ja auch, du hast es ja gesagt, mit der DAW Steinberg Cubase. Was hat die DAW für dich für Vorteil? Was bringt die für dich mit? Das ist nach wie vor deine DAW. Du sagtest ja gerade, damit bist du ja quasi am Start gegangen damals. Ja, auch. Ich glaube, das ist erstmal meine, weil ich damit jetzt ja schon echt 20 Jahre arbeite. Ich hatte einen, der hatte die Cubase, hatte ich sofort, als es rauskam, eine der allerersten Versionen. Und das hat mich halt immer begleitet und das ist einfach schon die Gewöhnung. Ich kenne Cubase halt in- und auswendig. Ich kenne auch die ganzen Shortcut-Befehle auswendig. Und dadurch ist es ein sehr flüssiges Arbeiten. Und ganz ehrlich, der Unterschied zwischen Logic und Cubase, die haben sich immer mehr angenähert. Das heißt, so groß ist der Unterschied gar nicht mehr zwischen den beiden Programmen. Von Ableton halte ich ziemlich viel. Das ist wirklich ein guter Sequenzer, der nachträglich rauskam. Arbeiten ja die ganzen jungen Leute mit. Finde ich auch gut. Aber wie gesagt, Cubase bin ich 20 Jahre dabei und das werde ich auch noch die nächsten 20 Jahre mit Cubase machen. In einem Interview erwähntest du einmal, das fand ich auch sehr sympathisch, dass du lange Zeit vor dem Release von Mückenschwarm Geldprobleme gehabt hast, dass deine Tracks ungehört blieben. In der Kindheit hatte ich, das fand ich noch großartiger, hatte ich der Musiklehrer wegen fehlendem Talent aus dem Chor geschmissen. Und dein Durchbruch, der gelang ja auch erst relativ spät, mit 31 Jahren. Also musstest du eine verhältnismäßig lange Durchstrecke mitmachen. Woher hast du denn in all dieser Zeit das Selbstbewusstsein genommen, an dich weiterhin zu glauben und weiterzumachen? Ich war nie so drauf. Ich persönlich war nie so drauf, dass ich gesagt habe, ich will jetzt berühmt werden oder so. Und ich hatte ehrlich gesagt viel zu wenig Selbstbewusstsein, dass ich auch zu mir selbst gesagt hätte, du wirst davon auch leben können. Das Selbstbewusstsein hatte ich gar nicht. Das heißt, Musik war für mich immer meine Freizeitbeschäftigung. Also ich kam von der Arbeit oder was ich zu der Zeit dann immer gerade gemacht habe, kam ich abends nach Hause.
und habe dann mich vor meinen Rechner gesetzt, wie sich andere Leute von Fernseher gesetzt haben, und habe Musik gemacht. Und war stolz, wenn ich einen Song fertig hatte, und den habe ich dann in meinem Freundeskreis vorgespielt. Und damit war ich zufrieden. Ich wollte da gar nicht mehr. Ich lag auch nicht abends nachts im Bett und habe davon geträumt, ein großer DJ zu sein, der die Massen begeistert. Ich habe vielleicht damals schon gedacht, ach, wäre geil, wenn es doch passiert. Aber ich war jetzt nie so, dass ich fokussiert habe und das unbedingt wollte. Für mich war Musik immer was, das habe ich gerne gemacht und das hat mich zufriedengestellt und das war's. Und selbst bei Mückenschwarm wurde ich ja auch von anderen Leuten überredet, dass ich das rausbringe. Also auch da, auch bei Mückenschwarm hätte mir das gereicht eigentlich. Es war ein gutes Lied. Und ich hätte es auch gern einfach in eine Schublade gelegt und für mich wäre es okay gewesen. Das war dann wirklich Zufall, dass andere Leute mich überredet haben, das dann doch mal 500 Mal auf Platte zu pressen. Gott sei Dank haben das andere Leute gemacht. René heißt der gute Mann, der mich überredet hat. Danke nochmal dafür. Was würdest du denn deinem Musiklehrer sagen, wenn du ihn heute auf der Straße treffen würdest? Mein Musiklehrer? Der mich aus dem Chor geschmissen hat? Dem würde ich sagen, dass er das schon ganz richtig gemacht hat, weil ich wirklich nicht singen kann. Leider könnte ich singen, ne? Hätte ich schon längst getan. Da würde ich nämlich auch meinen Alben selber singen. Kann ich leider nicht. Och, ich bin dem überhaupt nicht böse, nur weil er, ich war ja im Chor und jetzt nicht beim Klavierunterricht. Nee, das hat er schon. Wenn man nicht singen kann, dann muss man aus dem Chor fliegen. Das passt schon.